Dieses Adjektiv wird verwendet, um eine Person zu beschreiben, die unterwürfig, ergeben, hörig oder sich unterordnend ist. Das Gegenteil davon ist dominant. Es gibt verschiedene Arten und Bedeutungen des Begriffs. Zunächst wird das Wort heutzutage kaum noch verwendet in seiner alten Bedeutung. Und da bedeutete es demütig. In unserer Zeit wird es eher abwertend verwendet, um eine übertriebene und unterwürfige Haltung oder Handlung zu beschreiben. Besonders häufig wird das Adjektiv jedoch im sexuellen Kontext verwendet, um eine Person zu beschreiben, die mit dem Ziel der Luststeigerung sexuell dominiert werden will oder dominiert wird oder sich sadistischen Handlungen unterzieht. Hier ist die devote Person diejenige, die mit dem Ziel der Luststeigerung sexuell dominiert wird oder sadistische Handlungen an sich vornehmen lässt. Natürlich meistens auf Wunsch der devoten Person. In Wahrheit bestimmen devote Personen häufig durch ihre Vorlieben. Das Wort stammt aus dem lateinischen Wort devotus ab, was übersetzt ganz zu eigen geben, also sich ganz hingeben bedeutet. Das Adjektiv lautet devot. Jemand ist devot. Devot.